Ja, ich werde folgen. Und jetzt sind wir hier die Scout-Front von Judäa, ja? Nein, die judäische Scout-Front. Wo wollen wir überhaupt hin? F2 da unten oder was? Also Oder. da kommen wir an. Keine Ahnung. F2? Naja, Da vorne hier kämpfen vorne wir halt hier. irgendwo sich hier hinstellen und mal gucken, was da so Naja, kommt. irgendwas, was nicht allzu weit weg ist, ne? Ja, deswegen meinte ich ja. Weißt du, so einmal in den Berg runterrollen und dann stehen und schießen. Runterrollen? Das ist ja fast schon übertrieben. Ne. Tut ihnen weh, tut ihnen weh. Achtung, Achtung, das ist ein Grashalm. Oh, drüber. Naja, zumindest mal keine Art, das ist ja schon mal viel wert. Ja, das ist schon mal ganz doll. Vielleicht kommt die E75, bumm, Amorek. Der E75 ist schon da drüben aufgetaucht. Ja, eben drum, ja. Fein. Alle da kann das. Alle vielleicht nicht, aber sie sind doch recht reichlich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Mal da Lorraine eine reingedrückt. Das nochmal machen, der bewegt sich noch. Was ist das? Wirkungstreffer! Ja, T54, das Spiel kann man lange spielen. Der ging voll durch ihre Panzerung! Hat die Lorraine wieder rauf? Yeah, Penetration, null Schaden. Der ging voll durch ihre Panzerung. Junge, 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 ey. Die laden einfach zu lange nach hier. Der Rain kommt von hinten. Eieieiei. Jetzt habe ich aber gerade einen vor den Helm gekriegt, Ah, da kommt noch M103 auch noch. Wirkungstreffer! Oh, ein Treffer noch rechts, ich hab ihn weg. Gut, da. Was für Patrick, ey? Huiuiuiuiui. Ja, genau. Ich hab das Ding an der unteren Platte. Eieieiei. Wirkungstreffer! Ups, das war der Bogen. Wo ist die Lorraine hin? Wir haben sie nicht Nein! Boah, beweg dich, ein bisschen unsichtbar. Was hat denn der E75? Oh, scheiße, der schießt schneller als ich. Der ging nicht durch. Ui, oh, gebounced, ey. Alter Schwede, ey. Wäre ich normalerweise auch schon weg gewesen. Ah, kacke. Boom. Ja, das war die IS-3. Naja, gut, 3400 Schaden. Ist jetzt nicht so schlecht. Ihr kriegt von... Achso, ihr seht schon, alles klar. Oh, da ist die Lorraine, alles klar. Da kommt noch ein T-54 mit runter. Ich frage mich, was unser E-50 macht. Ah, jetzt hat er geschossen. Das ist schön. Problem ist jetzt von hinten. Jo, allerdings T-34 wird vom E-75 aufgehalten. Das geht auch. Ja, der T-34 müsste gleich weg sein. Das müsste der E-75 packen. Und der da oben geht eh stiften. Gut. Ein E-75 ist hinten noch. So, hast ja, du einen das Tipp gegen verschwindende Hitlocks? Nö. Schau doch mal in dein Autorenverzeichnis. Ja, E50. Hauen wir nochmal rein da, rückwärts. Bin ja auch das Schnelle hier von uns beiden. So, fahren wir mal ein bisschen mit dem Ron mit. Das Schlimme ist ja wirklich, ne, dass das so 8 zu 1 steht. Und wer hat auf den Sack gekriegt? Nossi. Quotentoter. Aber ich müsste eigentlich trotzdem relativ weit oben stehen. Ja, ich habe bis jetzt 1300 Schaden. Ne, ich habe 3436.
Also es hat auch. Ein Treffer habe ich nicht. Der ist gebounced beim E5. Der Rest müsste, glaube ich, alles durchgegangen sein. Und wie die überall reingegangen sind, das war echt heftig. Ist nur leider keiner abgebrannt. Was steht jetzt hinten? Hm. Hast du nicht eingezoomt oder was war das? Nö, ich hab einfach mal abgedrückt. Ja, das hat man gesehen. Er sah auf jeden Fall cool aus. Fein, fein, fein. So, die sind da hinten jetzt noch zu 5. Warte mal, ich switch mal über. Boah, da wirst du echt seekrank. So, jetzt. Lass mir was übrig. Ja, die haben sie eingekreist hier oben. Das ist. Die stehen da unten alle. Hinten noch rechtzeitig angekommen. Ich hab den Autopiloten drin. Ja, kannst Kaffee trinken gehen. Ja. Die Zombie mit verschränkten Armen. Boah, der T-34 ist aber auch mutig hier. Von vier Seiten hier besorgt. Guck dir mal an, wo der da versucht hochzufahren. Ja, vielleicht ist er AFK. Ja, das kann sein. Okay, hab ich auch schon mal gemacht in so einer Situation. Da machst du ja nichts mehr. Vorher war er nämlich recht brav. Ja, einen Kill hat er auch. Ja, Auto-Aimbots haben öfter mal. Ja, aber der hat ja auch das war doch mal eine schöne Runde. Bin wesentlich der einzige Quotentote hier. Und ein Meisterschützender, das ist doch toll. Jo, das ist doch gut mit dabei gewesen. Da finde ich sogar die Kohle übergeblieben, ey, wenn. Fast 24.000, Heidewitzka, ey. Ja, so viel habe ich gerade mal insgesamt gekriegt. Doch. Insgesamt ja. 40.000, aber sind nur 17 von über, 18 von übergeblieben. Ja, insgesamt 48.000, war schon gar nicht schecht. 25.700, 12.000 sind über. Oh, ich hoffe bald meine Crew ist bald mal durch, die stehen alle bei 99%. Ja, der letzte, der heute ja, mal am längsten. Naja. Ach, naja. Ja, hatten wir aber schon, es waren nicht alles Nonner-Gefechte, oder? War noch auch welche. Echt? Naja, egal. Waren trotzdem mal ganz gute mit dabei. Wo waren hin? City oder was? Müssen wir fast, ne? Denk auch mal. Damn, die da im Krotten. Das ist 53 und 100. Ausfahrt nach links. Nach rechts. Nichts. Ja, zwei Litsche TDs. Hellcat und Jackson. Ja, es kommt halt drauf an, was von denen dagegen. Und der Tiger fährt auch noch rüber, der Tiger P. Und der T25-2 fährt auch hoch. Das sollte eigentlich reichen. Schauen wir mal, da ist der 45. Ne, mit unseren beiden Scouts. Wir gehen Harakiri da oben. 34, schreibt da auf. Wie Smoke der ihnen gesagt hat, ne? Ich verstehe die immer nicht. Du hast als Scout, ich meine, du hast sowieso gute Tarnwerte. Halt, mein Gott, dann stell mich irgendwo hinter, spot die auf und verpiss mich da wieder, ey. Nein, da wird hinten reingefahren und sich weggeflackt. Oder wegflacken lassen. Wer es nicht viel Schlamm hat, ist das irgendwie sinnvoll. Ich meine, da muss er teilweise wesentlich mal eine Hirnsynapse mal so ein bisschen gerade ausschalten. Na, hier haben wahrscheinlich gar keine. Beleid. The service is out of order. Mhm. Brain Malfunction. Okay, ich hab den T34 gefunden. Okay, Karo
zwei IS-3 irgendwie kriegen unsere ganzen gerade Schaden ohne Ende und die beiden, die da hinten stehen, gar nicht. Oh, ich hab den 50-100 gefunden. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Was machst du denn da? Mal gucken eigentlich nur. Ist halt geil, wie der T-34 unsichtbar ist. Da oben bricht gerade alles zusammen. Wir kommen mal in die Richtung zurück, wo normalerweise unser Startpunkt ist. Oh, Kinas. Der ist nicht fast, der schießt, aber es macht kaum Schaden. Der ist an der Breite. Ich sehe es. 56. Au, oh, jetzt schießt er. Oh, das ist aber schön, wenn du einen T-34 in Helm 500 reinhämmerst. Alter Schwede, das ist ja fast... Ding aber gut als, Er ging voll durch ihre Panzerung. Na, kriegst du das bei hinten noch mal voll? Kommandant verwundet! Wirkungstreffer! Kette beschädigt! Scheiße, ich dreh das Ding! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Was haben wir denn jetzt noch? Mann, lad das Ding nach, verfluchte Scheiße hier. Wir haben sie. So, gut. So. Der 50-100 hat Bernhard echt HE geschossen. Ja, irgendwie war das nicht so doll, was der da fabriziert hat. Was haben wir hier? Noch zwei Adis und... Boah, Junge, ey. Nimm mir aber gerade auch die Pumpe hier. Also wenn du echt von zwei Seiten Futter, eigentlich von drei Seiten Futter kriegst, weißt du, kommt der 50-100 von der einen Seite der IS-3 und da hinten stehen auch noch welche. Warum ist der mal nur AE geschossen? Ja, ja, klar. Boah, Junge. Ich dachte so, scheiße, der drückt mir jetzt ein komplettes Magazin rein, dann kommt so 80, 83. Ne, man muss ja auch mal Glück haben, ey. 69, so. Ja. Hä? Uiuiuiuiui. Ah, scheiße, hab ich dem IS-3 doch noch eine reingedrückt, dass der Ochse vor mich gefahren ist, ey. So ein Dreck. Oder? Hat er was abgezogen? Nee. Zum Glück ja, nicht. Du bist gebounced auf seinem Turm. Ja, irgendwie sowas halt. Der ist mir genau vorgefahren halt, deswegen. Aber gar nicht schlecht dabei gewesen. Gut Schaden gemacht. Gut Leute, potenziell erhaltener Schaden 3845. Nee, 3695. Ja, du bist aber auch gepanzert im Gegensatz zu mir. Ich hab 90 Wannenpanzerung. Ja, das ist richtig, ja. Das ist schon ganz ordentlich. Oh cool, der ist auch gleich fertig. Das ist aber echt toll. 1725, dann ist mein 6er Sinn endlich fertig. Wie gesagt, der Typ hat... Der Typ...